unser Plan heute eigentlich, so richtigen Plan haben wir nicht, ne? Wie es so ist bei so einem stiller Abend, wir haben keinen Bock. Kalt. Sperrung? Fingerentsperrung. Was geht ab? Herzlich willkommen bei DIY-Inspiration. Und herzlich willkommen zu unserem ersten Vlog. Wir dachten uns so, wir nehmen euch heute mal mit der Kamera. Und ihr könnt schon sehen, wir haben gerade ein richtig cooles Video gedreht. Ja. Und ja, ganz viel Bastelmaterial. Eva ist nur am Aufräumen hier. Eva räumt gerade hier etwas auf. Wir machen heute nämlich was Cooles. Wir dachten uns heute so, ne Eva? Ja. Wir werden heute mal einen Mädelsabend machen hier in den Studios. Weil wir haben ja wirklich hier so ein richtig schönes Studio. Ja. Und richtig gemütlich. Richtig kuschelig, richtig gemütlich hier. Und wir dachten, wir nutzen das Ganze mal aus, nehmen euch so ein bisschen mit dabei und machen es uns wirklich sehr, sehr nett heute. Genau. Und ich werde heute auch Eva die Haare glätten. Dann werden wir etwas Popcorn essen. Eva hat auch einen coolen Film mit. Bin gespannt, was. Also wir quatschen halt einfach und machen halt mal so richtig Mädelsabend. So. Das muss auch mal sein. Also ich habe richtig Bock drauf. Ich auch. So. Und Eva räumt jetzt hier auf. Ja. Das helft ihr jetzt natürlich. Wir hoffen natürlich, dass ihr Bock drauf habt. Auch so eine Art Vlog. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Wir werden euch jetzt öfters mal mitnehmen mit der Kamera und euch so ein bisschen an unserem Leben teilhaben lassen. Ich helfe jetzt erstmal Eva beim Aufräumen. Ja, ihr Lieben, inzwischen ist schon Mittag durch und ja, wir haben ein paar Videos gedreht. Ich dachte, ich mache mich jetzt mal auch zum Supermarkt, besorge uns so ein paar Snacks und auf jeden Fall auch Popcorn und ich glaube auch so vielleicht auch noch die ein oder andere Gesichtsmaske für heute Abend. Und ja, dann zeige ich euch natürlich gleich meinen kleinen Einkauf. So, ich habe uns hier jetzt erstmal so ein paar Früchte besorgt. Ein Stück Wassermelone, dann hier so ein Mix aus Blaubeeren, Himbeeren und Brombeeren. Und die fand ich ganz cool, das sind Mini-Kiwis. Ich glaube, ich habe die schon mal gegessen, aber es ist auf jeden Fall lange her, bin ich sehr gespannt drauf. Und natürlich gibt es auch noch ein bisschen was Süßes. Da habe ich hier einmal die Minions mitgenommen. Da gab es, glaube ich, drei verschiedene Varianten von. Ich habe die Veggie genommen. Gab, glaube ich, noch die ganz normalen und mit so Milchcreme dabei. Fand ich ganz cool, kannte ich auch noch nicht. Dann von Katjes Wunderland, die Regenbögen und Einhörner, die finde ich immer ganz cool und lecker. Ich habe hier noch zweimal Mikrowellen-Popcorn. Einmal in salzig, einmal in süß. Mal gucken, ob wir das nachher mixen oder in zwei Schälchen packen. Also die habe ich auch noch mitgebracht. Dann zwei Gesichtsmasken, einmal mit Apfel und grünem Tee und einmal mit Wassermelone und Aloe Vera. Einmal Detox und einmal Beruhigung und Entspannung, beides vegan. Ich finde beide ganz ansprechend. Mal schauen. So, ihr Lieben, ihr seht, ich habe mich etwas verändert, denn ich habe halt gerade ein Video gedreht, wo ich mir halt ein paar Locken eindrehe und ja, genau, und auch umgezogen. Ich warte jetzt auf Eva, denn wir sind heute durch mit den Drehen und jetzt kann eigentlich unser Mädelsabend beginnen. Ich freue mich auch schon richtig. Hallo, oh Gott. Ich hoffe, ich kriege die Tür. Ja, die geht auf. Oh, was hast du denn mitgebracht? Ich habe schon mal ein paar Früchte und Süßigkeiten und Gläser habe ich auch mitgebracht. Wow. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen drin und meinen ganzen Rucksack. Das ist fast so, als ob ich hier einziehen wollte. Ich wollte gerade sagen. Okay, dann stellst du erstmal ab, irgendwie wie du kannst. Ja, genau. Also nicht wundern, es ist natürlich etwas hell jetzt, weil wir natürlich auch ein bisschen Licht anmachen müssen. Wir sitzen ja hier nicht im Dunkeln. Oh, das sieht aber lecker aus, was du da gemacht hast. Ich habe nur Wassermelone ein bisschen aufgeschnitten. Was ist denn das hier? Sind jetzt so ein bisschen verrutscht. Das sind Mini-Kiwis. Die habe ich im Supermarkt gefunden. Bin mir nicht sicher, ob ich die schon mal gegessen habe. Ich habe sie noch nie gegessen. Aber ich finde, die sehen sehr, sehr cool aus. Hey. Können wir auf jeden Fall auch probieren. Ja. Sehen so ein bisschen aus wie Mini-Kiwis gegessen. Wie Mini-Äpfel eigentlich. Ja, ne? Sieht gar nicht aus wie Kiwis. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Mini-Kiwis schon mal gegessen habt. Und ich habe noch was Neues gefunden, zeigen wir gleich. Eva hat hier voll viel mitgenommen. Ja. Also ich habe auch was besorgt, jetzt nicht ganz so viel, aber ich habe auch trinken schon Limo. Trinkst du das? Ich mag das sehr gerne, ja. Okay, sehr schön. Unser Plan heute eigentlich, so richtigen Plan haben wir nicht, ne? Machen uns erstmal entspannt. Mal so rum, weil sonst genau. Ist vielleicht wegen ein bisschen Licht ist so besser. Entspannten Abend und wir hatten ja auch bei Instagram gefragt, was denn für euch zu einem absoluten Mädchenabend dazu gehört. Und da war auf jeden Fall Film dabei. Hm. Da war Nägel machen auf jeden Fall dabei. Ist bei mir auch mal wieder dringend nötig. Könnte ich auch mal wieder machen. Genau. Ja, und dann so das Beauty-Zeug. Und wir machen vielleicht auch ein kleines Q&A, haben wir uns so gedacht, so zwischendurch, ne? Und sonst natürlich werden wir natürlich auch etwas chillen und ein bisschen quatschen und so. Also, aber wir versuchen natürlich so viel wie möglich für euch mit der Kamera mit einzufangen. Ich würde sagen, wir machen es uns ja erstmal gemütlich und wir sehen uns gleich. So.
So, wir haben es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht und ich glaube, wir machen auch gleich dann mal die Lichter so ein bisschen aus. Bisschen dunkler. Also Eva hat jetzt einen Film rausgesucht. Mhm. Sag du mal, kannst du mal kurz was dazu sagen? Das ist Starter for 10, ist einer meiner Lieblingsfilme. Der war auch bei meinen Top 10 Filmen dabei. Sag mal, der ist relativ alt. Auf jeden Fall nach 2000, ich mal so 2006, 2007. Mhm. Ist mit vielen bekannten Schauspielern, die jetzt andere Sachen machen. Zum Beispiel, der hat Professor X gespielt in X-Men. Das ist Benedict Cumberbatch, der spielt Sherlock Holmes. Das ist James Corden, der hat eine Sendung in Amerika. Eva meint, der ist sehr lustig. Ja, und ich freue mich jetzt und wir werden uns den jetzt auf jeden Fall mal angucken. Wollen wir uns eigentlich Popcorn oder so machen? Julia, lass uns Popcorn machen. Genau, das machen wir vorher noch. So mir so ein Minion-Gummibärchen. Und lass uns die erst. Ich lasse sie schon wieder direkt runterfallen. Hau weg. Lass dich die probieren und ich nehme mir erstmal meine Kiwi-Beere. Das sind doch solche wie diese Schlümpfe, oder? Mhm. Die dann immer so an den Zehen kleben. Kennst du die? Mhm. Die Schlümpfe, finde ich, die kleben immer an den Zehen. Die riechen nach Banane. Mhm. Ah, da ist auch Banane drin, ne? Ja, Banane, ne? Banane. Banane! Wie kann es bei Minions anders sein? Banane! Ich bin eigentlich nicht so der Bananentyp, aber schmecken gut. Hm. Das hier sieht tatsächlich aus wie eine Kiwi von innen. Mhm. Ei! Wie schmeckt es denn? Wie Kiwi? Nee. Wie eine überreife Kiwi. Gibst du mir auch mal einen? Ich will auch mal kosten. Habe ich noch nie gegessen. Ich bin völlig perplex gerade. Ich kenne auch Leute, die essen einfach komplette Kiwis mit der Schale mit. Also es würde mich auch mal interessieren, esst ihr bei Kiwis die komplette Schale mit? Nee, isst man die mit? Mhm. Es gibt Menschen, die machen das. Ja. Nein. Doch. Ja. Ich nicht. Doch. Es schmeckt ein bisschen nach Kiwi, schmeckt's. Ein bisschen. Also so von der Konsistenz. Ein bisschen. Ja. Mhm. Und die schmecken wie Schlümpfe. Also auf jeden Fall der blaue Teil. Mhm. So, wir ziehen uns jetzt mal den Film rein. Dann werden wir noch, denke ich mal, nach dem Film noch so ein bisschen quatschen. Und ja, machen dann die Kamera natürlich wieder an. So, also der Film war cool. Ich habe sehr gelacht. Schön. Wir haben jetzt mal das Licht wieder angemacht. Ja. Ja, ich mache mir jetzt mal eine Maske drauf. Ich hätte für dich auch noch eine. Wo hast du die her? Hm. Aus dem Markauf, aus dem Supermarkt. Makko. Tuch? Ach, das ist eine Tuchmaske. Ist eine Tuchmaske, ja. Wassermelone und Aloe Vera. Beruhigend und entspannend. Und ich habe hier Detox. Ja, ich würde mir mal hier Nägel lackieren. Ich habe aber auch eigenen Nagellack extra mitgenommen. Aber ich wusste jetzt nicht, ob ich den heute drauf mache. Ich fummel mal hier so dran rum. Es ist sehr gespenstisch wieder. Eigentlich wollten wir Eva auch die Haare kletten. Aber wie es so ist bei so einem Schillerabend, wir haben keinen Bock. Aber das machen wir bestimmt ein andermal. Machen wir auch bestimmt nochmal. Ich habe hier so einen von Catrice hier. So einen lila nennen. Ich wollte mal auftragen. Kalt. Ey, weil wir schon alles gegessen haben. Wir futtern uns hier durch. Ich liebe diese, wie heißen die, Preiselbeeren? Brombeeren. Nee, Brombeeren. Brombeeren. Preiselbeeren. Ich liebe die. Ich habe die früher immer gepflückt. Und Kirschen, wo ich es nicht pflücken durfte. Ich habe immer von meinem Nachbarärger gekriegt als Kind. Brombeeren hatten wir selber im Garten. Ja. Aber der Strauch ist inzwischen nicht mehr gut gewesen. Der ist jetzt weg. Mhm. Leute, wir hatten jetzt überlegt... 15 Minuten muss das draufbleiben. Wir hatten überlegt, dass wir jetzt öfters mal so einen Vlog machen. Weil wir sind ja auch so oft unterwegs und auch außerhalb von den Studios und so. Wir hatten halt überlegt, dass wir mal öfters jetzt so einen Vlog machen, ne? Und euch mal mitnehmen, wenn wir mal irgendwo hinfahren oder vielleicht auch mal Richtung Köln oder irgendwo hin. Vielleicht habt ihr Bock drauf. Wenn ihr wollt, dass wir da vielleicht so eine Serie draus machen, so einen Daily-Vlog, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also wir haben da auch Lust drauf. Ja, ne? Auf so. Jeden Fall. Genau. Und Daily wird vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, Daily, das jetzt nicht, aber einmal so die Woche meine ich so, ne? Wo wir auf halt jeden Fall regelmäßig, so dass man halt auch was hat, wo man sich so drauf freuen kann. So behind the scenes und euch einfach so ein bisschen mitnehmen, auch so in unseren Alltag. Da ist mal Unterlack drauf. Lila. Oh. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wir gehen zwar abends auch öfters mal weg oder was essen und machen so, aber wir dachten uns so... So richtig chillig haben wir. So wirklich, weil ich glaube, ihr kennt das bestimmt, auch wenn ihr bei euren Freundinnen oder so übernachtet. Ne, man quatscht halt so über alte Zeiten und Erfahrungen und über Jungs und genau, machen die Jungs wahrscheinlich nicht anders. Mhm. Ich spiele mal wahrscheinlich die ganze Zeit PlayStation. Willst du mal so ein paar Fragen? Das genau, ich hatte direkt auch gerade das Handy in der Hand. Hier was easy zum Einstieg. Wie lange macht ihr schon YouTube? Ja, ich mach's ja erst ungefähr seit 9 Monaten jetzt. Gott, wie die Zeit vergeht. Also, ja, echt krass, ne? 9 Monate schon. Also, ich mache es ja noch nicht so lange, aber ich mache es sehr, sehr gerne und habe sehr viel Spaß dran und bin auch sehr dankbar, dass die Lieben gesagt haben, mach mit. Ich mache das schon länger. Seit 2014. Wow. Merkt man auch schon wieder, wie alt ich schon wieder bin. Ach, Quatsch. Aber die Zeit rennt, ne? Die Zeit rennt. Es ist auch das Jahr ist schon fast herum. Mhm. Ich muss auch sagen, der Sommer dieses Jahr war nicht so... Es war ein recht frischer Sommer. Also, ich glaube, wir hatten ja insgesamt gerade mal 2 Wochen so...
So warm, richtig warm. Aber so richtig Hitze oder ranzig war es ja auch nicht. Mhm. Kann man auch nicht sagen. Also Hitze ist für mich so 35, 38 Grad so. Ja, das haben wir hier aber eher selten. Also in Bielefeld ist das... Nein, ich habe es versaut. Boah, das ist das, was ich immer hasse am Nagellack. Deswegen trage ich eigentlich meistens immer keinen Nagellack, weil dieses Trocknen 10 Stunden, das nervt mich immer. Welche Beauty-to-go-Tipps habt ihr für die Schule? Ich muss sagen, also es ist eh so ein To-go-Tipp, diese Tücher, damit man weniger glänzt. Ja. Also ich wäre früher so dankbar gewesen dafür. Mhm. Keine Ahnung, wenn ich die vor 10 Jahren oder so schon gekannt hätte oder wenn es die da schon gegeben hätte, da bin ich mir nicht sicher. Die finde ich einfach mega. Ja. Also ich muss sagen, ich überlege jetzt auch gerade so, was ich in der Schule, also ich hatte nie Make-up oder so. Was immer mit dabei sein muss, ist eine Haarspange, eine Haarklemme, damit ich irgendwie, und ein Haargummi, damit man sich die Haare schnell zurückmachen kann. Oder ich finde, man kann sich so schnell mal eine andere Frisur machen oder sowas. Und was ich immer dabei hatte, das ist eigentlich auch das Einzige, ist Labello oder Lipgloss. Aha. Lipgloss habe ich immer zwischendurch mal aufgetragen. Mhm. Ich hab mir das ist auch Schule, Leute. Macht euch da nicht so einen Druck. Wieder Fingerentsperrung. Fingerentsperrung. Das ist eine süße Frage. Was mögt ihr besonders an der anderen Person? Hm. Oh, das ist wirklich schön. Also ich mag besonders an Eva, dass Eva sehr gut zuhören kann, loyal ist, sehr, sehr hilfsbereit. Ich kann mit ihr lachen. Ja, und dass du halt einfach, weiß nicht, also sie ist immer so sie sorgt sich so auch. So. Oh. Und das finde ich immer ganz, ganz schön. Dankeschön. So. Gibt es viele Sachen eigentlich. Ja. Ich mag deine guten Ideen. Deine Kreativität, auch deine Begeisterungsfähigkeit. Ja, es sind auch einfach so viele Sachen, so das Gesamtpaket. Ja, ich finde auch so, entweder können sich zwei Menschen ab oder die können sich nicht ab. Zwischen uns stimmt einfach die Chemie. Ja, wir können uns, also das Coole ist halt auch so, wir müssen uns manchmal nur angucken und denken halt so das Gleiche. Also wir müssen gar nichts aussprechen, wir gucken uns an und denken uns so, okay, du denkst das Gleiche wie ich. Ja, auch Humor ist wichtig. Auch ganz wichtig. Vertrauen, dass man sich auch wirklich sagen kann, okay, also man muss sich keine Gedanken machen, ob man sich was erzählen kann oder nicht, ne? So. Und wir haben natürlich auch unsere Macken, ne? Jeder hat seine Macken. Ich bin zum Beispiel auch so, wenn ich schlechte Laune habe, ich sag das ja offen. Sag dann immer, Eva, wenn ich heute ein bisschen zickig bin, nimm es mir nicht aber böse, ich finde, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Ich glaube, das reflektieren wir dann auch schon gegenseitig und dann ist gut. Ein schönster Moment oder ein schönster Tag? Ich beantworte das einfach mal. Ich gucke gerade auch wohin. Sehe ich auch schon wieder einen Heißluftballon. Ich habe gestern auch wieder 3 Heißluftballons gesehen. Oh. So. Wo siehst du hier einen Heißluftballon? Da ist einer auf der Packung. Oh. Ich denke immer, wenn ich einen Heißluftballon sehe, ist es auf jeden Fall ein guter Tag. Mhm. Und wo ich vor 2 Jahren Heißluftballon gefahren bin, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tag. Das war auch, da hatte ich auch Urlaub an dem Tag. Das war auch ein sehr langer Tag, da bin ich nämlich morgens um 4 schon... Hier regnet es Süßigkeiten. Morgens um 4 schon aufgestanden. Und dann haben wir auch den restlichen Tag über noch. Dann waren wir noch schön Mittagessen. Und dann haben wir hier im Umland, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, da kann man noch so einen Ausflug machen, so zu den extra Steinen und so. Haben wir so noch ein bisschen was unternommen. Also das war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag. Man hat immer schöne Momente. Wo mein Bruder Papa geworden ist, das war für mich auch so ein ganz besonderer Moment. Ich finde so, man soll immer so die Augenblicke festhalten. So. Ja, oder auch, also... Wo wir Kurt bekommen haben als neuen Hund. Bruno ist für mich so jeden Tag so. Ja. Wir werden jetzt mal hier noch so ein bisschen quatschen. Mhm, ein bisschen räumen. Und dann schauen wir mal weiter. So, ihr Süßen. Also, wir chillen hier die ganze Zeit. Es ist auch schon relativ dunkel geworden. Wir haben jetzt noch irgendwie Bock gehabt, was Richtiges zu essen. Das heißt, wir haben uns jetzt auch Pizza bestellt. Eva ist gerade unten und holt die Pizza. Ich glaube, der... müsste gerade angekommen sein. Dann werden wir uns vielleicht noch so eine Netflix-Serie reinziehen, also so eine Folge oder sowas. Ich weiß zwar jetzt noch nicht was, ein bisschen quatschen. Es kommt bestimmt jetzt auch die Frage, ob wir heute hier schlafen. Wir schlafen nicht hier. Aber wir machen es uns halt, wie gesagt, einfach heute mal gemütlich und das muss auch mal sein. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, macht ihr das öfters vielleicht mal so einen Mädelsabend oder so mit Freunden einfach so einen Freundeabend, wo man halt einfach manchmal sich so austauscht, weil ihr kennt es ja bestimmt, man quatscht und quatscht und quatscht und dann vergeht die Zeit. Ich finde den Nagellack übel schön. Und das ist von Catrice übrigens, falls fragen solltet. So ein Lila. So, wir warten mal ein bisschen auf Eva. Kann ja mal so um die Ecke stabitzen. Ob ich sie sehe? Da kommt sie. Pizza ist da. Mit den schönen Crocs. Ja, ich war mit den Crocs an der Tür. Lecker, lecker. Jetzt gibt's Pizza. Ja. So, Pizza ist das Beste. Ja. Einfach das Beste.
So. Freue mich jetzt auch auf was Richtiges so zu essen. Ja, das stimmt. Ich hätte mir heute meine Jogginghose mitnehmen müssen. Mir ist irgendwie eingefallen, ich habe irgendwie gar keine Jogginghose oder so. Stimmt, sowas. Das ist immer noch so. Ja. Outfit-technisch. Also ich habe zwar auch Leggings an und so, und du, aber wir sind halt irgendwie... Ja. Aber egal. Nicht so 100 pro, aber ich glaube Jogginghose und auf jeden Fall bequeme Sachen oder Pyjama, also ein Onesie ist auch mal sehr cool. Ja, das stimmt. Wir werden jetzt noch ein bisschen was essen und wir hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht und schreibt uns auf jeden Fall unten in die Kommentare rein, was gehört bei euch unbedingt zu einem Mädelsabend dazu. Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr das cool fandet, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da freuen wir uns natürlich. Auf jeden Fall. Und wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, dann... Auch alles unten in die Kommentare rein, würden wir auf jeden Fall gerne machen. Dann könnt ihr gerne, wenn ihr Lust habt, abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video und seht natürlich auch, wenn neue Videos kommen. Und ja, dann bleibt gesund und munter und dann... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Einfach weggegessen. Aber Claudia hat Spielzeug in der Hand. Egal, ne? Happens. Ich bin Tante Bianca, ich bin 44 Jahre alt. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog. Wir nehmen euch diese Woche so ein bisschen mit. Genau, beim FB-Log. Wir haben den FB getauft und wir dachten uns so, dass wir das jetzt anders machen. Also nur ein Tag wird immer ein bisschen schwierig, ne? Und wir dachten uns so, wir nehmen euch immer mal so über der Woche hin mit. Also immer, wenn uns mal einfällt, nehmen wir einfach mal die Kamera zur Hand. Und was ihr begleitet uns. Ihr begleitet uns. Und schau mal, das sind die Reste von dem Weihnachtsvideo, von dem Prank, den wir heute gedreht haben. Ich hoffe, du bist mir nicht mehr böse. Nee, also mittlerweile nicht mehr. Also das Video habt ihr, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann ist es auf jeden Fall verlinkt. Auf jeden Fall reingucken, kam Mittwoch online für euch. Genau, also Eva hat mich sehr auf den Arm genommen und hat tatsächlich einfach... Ja, Weihnachten eingeläutet. Und mein Studio, also das DIY-Studio oben, komplett weihnachtlich dekoriert. Aber andere Leute hier, die die Küche auch so mit benutzen, hatten anscheinend... durchaus Hunger auf Weihnachtsgebäck. Ja. Also der ganze Teller war ja voll, ich habe das nicht weggeräumt. Ja. Einfach weggegessen. Aber guck mal, du hast ein T-Shirt an, aber trotzdem einen Schal um. Ja, so ein bisschen Winter ist schon. Ein bisschen Winter ist schon. Was ist deine Planung heute noch? Hast du heute noch was Schönes? Ja, es kommt auch weiter zum Thema Winter und Herbst. Ich werde gleich noch ein bisschen stricken. Schön. Ja, ich muss mal gucken, was ich jetzt gleich noch mache. Aber wie gesagt, wir versuchen euch einfach so ein bisschen mitzunehmen die Woche und dann finden wir bestimmt so ein paar Sachen, die auf wir euch Fall. Erzählen können. Geht? Wer sind Sie? Wer bist du? Wer bist du? Oh, Spielzeug in der Hand. Warum hast du... Guck mal. Claudia hat Spielzeug in der Hand. Liz. Warum hast du Spielzeug in der Hand? Gehst du jetzt spielen? Weiß ich nicht. Juhu! Ich bin im DIY-Studio und ich gehe jetzt auch schon nach Hause. Wetter ist mal wieder nicht so cool hier in Bielefeld, aber ich habe mir jetzt was Cooles überlegt. Eva hat mich ja wirklich ganz schön veräppelt. War aber natürlich eine witzige Aktion und ich weiß, dass Eva sich die Haare färben will. Und ich dachte mir so, ich werde ihr die Haare färben. Werden wir auch vielleicht so ein bisschen anteasern mit im Vlog, aber wir werden das natürlich extra nochmal ein Video dazu machen, wenn ich Eva die Haare färbe. Aber ich dachte mir so, ich veräpple sie auch mal. Ich werde gleich nochmal so krasse Farbe holen und sagen hier, du musst jetzt die Haare so färben. So. Mal gucken, ob sie sich drauf einlässt. Es ist natürlich nur Spaß, sie muss es nicht. Aber ich dachte mir so, komm, jetzt wird auch meine Video durchgesetzt und wir färben Haare. Und mal gucken, wie sie drauf reagiert. Wird sie dann erst morgen sehen. Aber ich nehme euch jetzt auf jeden Fall mit, wenn ich einkaufen gehe. So, ihr Lieben, ich laufe jetzt zum Auto und gehe jetzt einkaufen. Ich werde nicht so in der Öffentlichkeit filmen, weil man wird ja doch etwas komisch angeschaut. Und auch in den Läden ist es ja momentan etwas schwierig mit Filmen, leider. Sonst hätte ich euch gerne noch alles gezeigt, aber ich werde euch dann natürlich gleich zeigen, was ich eingekauft habe. Und ja, jetzt gehe ich mal einkaufen. So, ihr Lieben, ich bin zurück vom Einkaufen und habe jetzt Farbe gekauft für Eva. Eva weiß, dass ich ihr die Haare färbe, das ist auch okay, aber mit meinem Prank weiß sie halt noch nichts. Ich habe jetzt aber noch keine krasse Farbe gefunden, also nichts, wo ich sie halt pranken kann damit. Ich habe aber noch was daheim, so ein bisschen pink und noch was anderes. Das werde ich mitbringen. Ich bin absolut kein Profi in Haare färben, ne? Ich sag's euch, ich kann das eigentlich nicht, das weiß Eva auch, aber Eva hat gesagt, egal, ne? Happens, do it einfach. Und das mache ich auch und ich habe zwar schon öfters meinen Leuten die Haare gefärbt und ich habe auch ganz oft meiner Mama und meiner Oma und so die Haare, aber ich bin da kein Profi drin, also lieber zum Friseur gehen. Und zwar habe ich ihr einmal eine Blondierung gekauft, das ist so ein extrem Auffäller, sie will ja eigentlich nur den Ansatz haben, also da nicht groß.
in die Spitze. Und dann habe ich noch gekauft diese Spülung hier. Oh Gott, sieht man das so gut? Wartet mal, das Lenkrad ist ein bisschen im Weg. Also einmal hier so eine Blondierung, das ist so ein Aufheller. Finde ich ganz, ganz gut. Damit hat meine Freundin schon mal meine Haare damals gemacht. Dann hier ein Silbershampoo und eine Silberspülung. Eva kennt das, glaube ich, gar nicht. Das ist echt, echt günstiges ohne Silikone. Und ich finde das halt richtig gut, weil das nimmt halt so leicht den Gelbstich raus. Das habe ich gekauft. Und dann noch, das ist so mein, wie soll ich sagen, mein Geheimnis. Und zwar ist das von Garnier so eine Silbercremetönung. Das sieht grau aus. Also man denkt sich so, okay, was ist das? Aber das ist richtig, richtig gut, um Gelbstich rauszubekommen. Also das mache ich manchmal auch bei meinen Haaren und dadurch wirken die automatisch viel, viel heller. Und so richtig schön auch so weiß-blond, also richtig helles Blond. Also wirklich ein Geheimtipp von mir. Ist auch nicht teuer. Macht man einmal die Woche rein oder alle 2 Wochen und das nimmt so einen schönen Gelbstich raus. Das ist zwar hier so für Ältere eigentlich gedacht, aber gerade die blonden Mädels unter uns, die so Gelbstich haben, dann absolutes Highlight von mir. Und das war's auch schon. So, das habe ich geholt. Ja, ich bin etwas aufgeregt, das dann morgen bei Eva zu machen, aber das wird schon witzig. Und genau, jetzt geht's nach Hause. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und Eva auch. Guten Morgen, ihr Lieben. Morgen. Boah, Leute, ich sag's euch, so früh am Morgen. Ich bin so müde. Es ist fast noch dunkel draußen. Und wir werden jetzt mal einen dunklen Haaransatz färben. Hast du Angst? Eigentlich nicht. Ich mache das ja normalerweise selber. Aber ist immer noch was anderes. Ist immer noch was anderes. Jemand anderes. Aber ich vertraue dir. Schön. Ja. Bianca wird mir heute das erste Mal die Haare färben. Spannend, wie es wird. Ich, nicht nur du, auch ich. Ich baue hier gerade schon alles auf, denn wir werden es natürlich für euch mitfilmen und kommt ein extra Video dazu. Also da könnt ihr auch gerne reinklicken. Ihr seht mal, wie hier immer aufgebaut wird. Das sind übrigens unsere Lichter. Ja, genau, damit wir schön ausgeleuchtet sind. Ob man das die kam gerade nicht schön, so sagt es so. Wir haben natürlich schön ausgeleuchtet und in dem Moment ging das Licht an. Genau. Ja, wir warten jetzt noch auf Claudio, denn der wird uns heute filmen. Ja, der ist gerade noch sehr beschäftigt. Ja, ne? Beschäftigter Mann am jungen Morgen, ne? Beschäftigter Mann am jungen Morgen. Genau. Also ich freue mich. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Ich gehe davon aus und ich sag mal so, ich mache es ja sonst selber. Ja. Bei mir ist es ja so, ich habe ja diese Struktur in den Haaren drin, deswegen es fällt auch nicht so auf, wenn da kleine Fehler drin sind. Ja. Also ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen. Ja. Ich habe schon zu Eva gesagt, es könnte sein, dass es halt ein leichter Gelbstich gibt. Ja, es ist bei Blondierung. Ja, und das ist das Problem, es ist halt keine Friseurfarbe, ne? Das ist immer noch mal was anderes. Wow, deine Mähne ist Wahnsinn, ey. Aber sind jetzt cool. Auch nicht. Also die Locken sind jetzt schon 2 Tage alt, deswegen sind die jetzt auch sehr. Ja, richtig cool. Ja. Wir bauen jetzt hier mal weiter auf, trinken noch Eckhäffchen. Es ist noch irgendwie so grau heute draußen, so grau, ne? So dunkelgrau, ich weiß gar nicht, ob man das so leicht sieht. Die Sonne sieht, soll aber heute rauskommen. Und nächste Woche soll es richtig schön werden, das Wetter. Nächste Woche werden wir 30 Grad, da kommt der Sommer wieder. So, und wir tun jetzt mal färben. Inzwischen sind wir mit dem Haarefärben durch. Ich gewöhne mich so langsam an meine jetzt blonden oder mehr richtig hellblonden Haare und natürlich ohne Ansatz. Ich bin hier gerade ein bisschen am Stricken und habe mir hier auch meinen Kaffee dazu gemacht schon wieder. Ich muss ein bisschen leise sein. Draußen wird nämlich gerade Familie Zufall gedreht. Ich glaube, da spielen wir gleich auch zusammen mal so ein bisschen Mäuschen. Hier übrigens nochmal meine Haare. Wirklich sehr, sehr cool geworden. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen mein Stricken. Ich lausche mal ein bisschen. Dann schauen wir gleich mal zusammen raus. So,
Du, ich habe gerade versprochen, dass ich ein bisschen Mäuschen spiele bei euch. Ihr seid fleißig? Ja. Wir drehen gerade für den Zufall. Das wird spannend. Ja. Mama! Mama, nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Armer, armer Claudio. Der ist der Schlimmste von allen. Bis gleich. Bis gleich. Ich glaube, ich möchte den Bläser haben. Schenkst du mir den? Mhm. Du bist geizig. Stimmt gar nicht. Claudio möchte meinen Bläser haben. Warum auch immer. Der ist cool. Guck mal, der ist so hier. Ja, das stimmt. Das ist cool. Schenk mir den. Sieht man, glaube ich, gar nicht. Du bist geizig. Du Lara. Bianca ist geizig hier. Eva, komm schon. Ich habe schon meinen Schlüssel vergessen. Ja. Wir, kurz zur Info. Wir tun jetzt unseren Abend noch genießen, weil es ist so wunderschönes Wetter draußen. So, wir gehen jetzt was essen, oder? Ich habe mir ein Eis mitgebracht erstmal. Eva hat sich gleich noch mal ein Eis mitgenommen. Claudio, was machst du? Was willst du, was trinken oder was essen? Hm, ich möchte einen Bläser. Er möchte meinen Bläser. Er will unbedingt meinen Bläser haben. Mhm. Du ziehst ihn dann mal an, ja? Passt dir doch überhaupt gleich. Nicht. Doch, machen wir gleich. Passt ihm überhaupt nicht. Ja, kein Plan. So, Claudio, du hast immer noch den Bläser nicht an. Wie läufst du denn? Ja. Weil es ist kein Eis. Ja, ich muss jetzt erstmal mein Eis essen. Ich hab Eis. Ich hab dich doch gefragt, du wolltest keins. Das stimmt nicht, ich hab mich nicht gefragt. Ich hab Bianca gefragt und Bianca hat erwähnt, wollte keins. Bianca? Wollte kein Eis. Aber ich? Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, wir setzen uns noch ein bisschen ans Wasser. Ich will doch die Kamera. Ja. Und genießen so ein bisschen die Sonne. Ja. Solange sie noch scheint. Ich schenke gleich Claudio meinen Bläser. Ich will ja nicht mehr. Doch, du wirst den. Ich kein will Eis. Wir besorgen dir auch noch ein Eis. Kein Eis, kein Bläser. Nichts. Der arme Junge. Der arme Junge. Armer Junge. Eine Runde Mitleid. Hallo. Lass dich drehen. Ja. Mhm. Wie schwindelig? Nee. Wie so kleine Kinder auf dem Spielplatz, ne? Mhm. So, warte, ich gebe jetzt gleich. Den Bläser an. Ich gebe jetzt gleich meinen Bläser. Das ist mein Bläser übrigens. Jetzt bin ich ja gespannt, ob er dir passt. Und der ist ja voll. Mach ihn nicht kaputt. Der ist, wo hast du den her? Ich weiß es nicht. Den habe ich, glaube ich, schon echt 3 Jahre oder so. Bianca, der ist ja voll eng und klein. Wie kommst du da rein? Mhm. Hey, ich bin Bianca. Ich bin Tante Bianca. Ich bin 44 Jahre alt. Aber ich tue so, als wäre ich noch 18. Mhm. Der ist so gemein, oder? Frech ist er. Ja, du hast da jetzt noch was drunter. Ja, aber trotzdem. Aber das ist echt schön, muss ich sagen. Ja, der ist wirklich schön. Ich mag den auch. Wegen dem Stoff, guck mal, wegen dem Muster hier. Weiß gar nicht, ja, ob man richtig das hübsch, ne? Ja, sieht man. Mega. Der ist süß, ne? Ich wollte den haben, aber der passt mir nicht. Schenk dir einen, okay? Ja. Wenn du Geburtstag hast, kriegst du. Warum bin ich eigentlich vor der Kamera? Ihr seid doch die Hauptdarsteller. Ja, wir chillen ja jetzt hier unsere Base so. Boah, voll gegen die Sonne, ja. Ey, ich sehe gar nichts. Das ist zwar jetzt nicht so schlecht, finde ich. Laufen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Wollt ihr nicht spielen, ein bisschen auf dem Spielplatz? Nee. Warum wir denn? Gehen jetzt schön spazieren, dann gehen wir, denke ich mal, noch schön lecker was essen. Ja, sehe ich auch so. Ja, dann ist ja eigentlich auch schon Wochenende. Ja. Da habt ihr eigentlich unsere Woche mal so gesehen. Also wir haben euch versucht, einfach mal so mitzunehmen. So ein paar Einblicke zu geben. Hinter den Kulissen, genau. Wir werden auf jeden Fall weiter vloggen, weil ihr habt ja geschrieben, dass ihr richtig Bock drauf habt. Unseren FB. 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 Das klingt cool, ne? Das klingt sehr gut. Mhm. Mir gefällt es sehr gut. Nächste Woche werden wir dann wieder vloggen. Mal gucken, ob wir nur einen Tag oder was wir so erleben. Mhm. Nächste Woche soll das Wetter auch sehr, sehr gut sein. Es startet heute schon richtig gut mit Sonne in Bielefeld. Ja. Ich hoffe, das bleibt mal so ein paar Tage. Ja, es ist echt schönes Wetter. Da kann man sich noch mal etwas bräunen. Ja. So, Leute, das war unser Vlog von der Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns was Nettes in die Kommentare. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Und herzlich willkommen zu unserem neuen FB-Blog. FB-Blog im Moviepark. Ich bin das allererste Mal hier. Du warst schon mal hier. Ich war schon mal hier, aber es ist ganz, ganz lange her. Ja. Da bin ich noch zur Schule gegangen. Also vielen lieben Dank erstmal an Moviepark, dass wir heute den ganzen Tag auch hier drehen dürfen und euch mitnehmen dürfen. Ja. Und ihr könnt schon die erste Attraktion hinter uns sehen. Achterbahn! Ich freue mich. Star Trek Achterbahn. Die wird gleich Eva fahren. Sie wird sie testen. Ich bin so gespannt. Ja, wir haben richtig bombastisches Wetter heute auch. Mega gutes Wetter. Und wenn ihr mehr vom Moviepark sehen wollt, klickt auch unten auf jeden Fall auf den Link. Ist alles verlinkt.
Und ja, dann werden wir uns heute auf jeden Fall einen schönen Tag machen. Wir testen natürlich auch. Es kommt auch noch ein Testvideo für euch online. Ja, genau. Und Claudio ist auch mit am Start. Kahn, Danja und René, weil wir parallel auch Spiel mit mir drehen. Und wir werden euch heute mitnehmen und ich habe richtig Bock drauf, auch wenn ich echt aufgeregt bin, weil ihr wisst, ich bin ein kleiner Schisser. Ja, aber das wird schon. Wir finden schon was für dich. Spannung. Jetzt geht's los. Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Ja. René, bist du gespannt? Ich bin gespannt. Ja. So. Ja. Ich mach mal kurz ein. Alle voll angespannt. Mach doch kurz so ein. So. Eva? Ja. Wie geht es dir? Sehr, sehr gut. Es macht sehr viel Spaß. Ja? Also, gib schon mal einen dicken Daumen nach oben von mir. Bei Spiel mit mir könnt ihr übrigens auch schauen. Da gibt es nämlich gleich eine Challenge hier. Wird auf jeden Fall entspannt. Wie geht's dir denn? Du guckst so. Ganz gut. Also ihr könnt jetzt, ich mach mal kurz eine Runde. Wir kommen jetzt gleich mit vollem Karacho, kommt hier hoch. Und jetzt ist echt weit. Ne? Aber jetzt geht's gleich los. Guck dir das mal an, wo wir gerade waren. Ja, sieht ganz schön krass aus. Ja. Und, hola. Ja. Ich bin immer richtig mit aufgeregt, wenn ich das sehe. Ne? Da ja, das stimmt. Keinen Bock mehr hat, der macht ja richtig schlecht gerade, der Kopf hier richtig so. Bianca, mir ist gerade erstmal klar geworden, wie das aussieht. Ja, das ist heftig. Ne? Also ich muss sagen, wo ich eure Gesichter gesehen habe, ich habe echt Respekt davor. Wir werden aber jetzt noch einige andere Sachen fahren, euch den Park auch zeigen. Und natürlich machen wir auch noch Testvideos und Testfahrten zusammen. Genau. Aber wenn ihr noch sehen wollt, wie Eva die Star Trek Achterbahn fand, dann schaut gerne bei unserem anderen Video vorbei, bei dem Testvideo. Ja. So, wir sind im Moviepark und schaut mal. Das ist so cool. Richtig, richtig cool. Marilyn Monroe. Und ich, also ich bin ja richtige der echte Marilyn Monroe Fan. Aber richtig cool. Das ist ein cooles Auto. Super cool, ne? Ja. Und hier seht ihr auch nochmal, ne? Sollen wir einfach losfahren? Ja, okay. Ja, ich kann losfahren. Hier ist aber Halteverbot, ne? Oh, ich finde das Kleid so schön. Das Kleid würde Bianca aber nicht stehen und dann ja auch nicht. Stimmt. Ach, das weißt du doch gar nicht. Das hätte ich doch gar nicht angehabt. Dir würde das stehen. Dir würde das stehen. Schönes Auto auf jeden Fall. Super schön. Vielen Dank. Wie süß ist die bitte? Richtig. Der Park füllt sich mittlerweile auch schon. Und wir gehen jetzt auch mal zur nächsten Attraktion. Eva, soll ich dich auch mal kurz? Genau, komm mal zu mir. Genau. Richtig, und, richtig cool. Ja, also man sieht hier schon richtig, richtig cool. Auch die Straßen. Schon so ein bisschen Halloween, so ein bisschen Herbst, ne? Ja, ich glaube auch Halloween hier zu feiern ist auch mega cool. Richtig, richtig cool. Und ja, wir nehmen euch heute den ganzen Tag mit und zeigen euch so ein paar Ausschnitte. Wir drehen ja auch parallel Spiel mit mir. Genau. Und werden euch einiges heute zeigen. Also bleibt auf jeden Fall dran, es wird spannend. Wir testen auf jeden Fall noch ein paar Achterbahnen, vielleicht noch ein bisschen Essen. Ja. Und was uns sonst noch alles über den Weg läuft. Ja. Und man sieht ja schon, hier sind ein paar Leute. Richtig diese Gassen hier, finde ich. So richtig so wie in Amerika. Das ist richtig hübsch, ne? So typisch so. Und so hier richtig laufen, typisch Hollywood, wie man sich so vorstellt. Ja, so richtig Hollywood-Style. Und hier laufen die auch in so richtig süßen Kostümen rum. Wir haben ja schon Marilyn Monroe gezeigt. Marilyn haben wir schon gesehen. Und hier ist so ein richtig süßer Süßigkeitenladen. Das erinnert mich auch so an die Hollywood, die 50er Jahre. Richtig gut an La La Land erinnert mich das. Ja. Hier. Tante Bianca, ich möchte einen Slushy, bitte. Nein. Einen Slushy selber kaufen. Nein, hä? Nein, Baby. Meine Tante ist geizig. Nein, Baby Claudio, es gibt hier keine Slushy. So frech ist er. So frech ist er. Was haben wir denn überhaupt mitgenommen? Guck mal, hier gibt es sogar nicht. Ja. Und jetzt gehen wir übrigens ins Van Helsing Factory.
Story, also Grusel. Ja. Ich liebe solche Gruselsachen übrigens. Das ist richtig ja, meins. Es, halt, es kommt auch noch mal mit Halloween dazu. Das ja. ist halt richtig. Ich liebe es. So was ist richtig meins, ne? So Kuchensachen und so, da gehe ich richtig ab. Also, du bist das ganz guck mal, Daniel, hat sie schon die Gruppe gesehen eigentlich? Oh, nee. Oh. Oh ja. Graf Dracula. So, wir haben euch eingeholt. Gruselig. Gruselig. Spooky, spooky. Hast du Angst? Ne? Nein. Ah, oh, jetzt kriegt er Angst hier. Nein. Nein, er hat keine Angst. Versteck dich. So. Wir sind jetzt am Santa Monica Pier. Es ist mega schön. Ja, es ist einfach so richtig Sommer hier. Richtig cool. Und ich muss mal kurz hier das Ding abmachen. Wir testen jetzt, man sieht schon die Kamera jetzt in meiner Sonnenbrille. Die habe ich übrigens von Claudio bekommen. Wir testen jetzt hier so ein paar Fahrgeschäfte und auch Beispiel mit mir. Und ja, wird auf jeden Fall cool. Und wir haben bombastisches Wetter. Traumhaft, einfach traumhaft. Ja. Das ist auch cool da hinten. Ja, so. Da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal rüber. Also, es ist richtig, richtig schön. Ihr könnt das hier sehen. Das wird jetzt auch gefahren. Das testet jetzt nochmal Eva. Aber ihr könnt sehen, es ist richtig schön. Wir haben heute einen richtig schönen Tag hier. Und jetzt werden wir uns aber gleich erstmal etwas essen, weil ich habe richtig, richtig starken Hunger. Und hier gibt es überall auch so richtig leckeres Essen. Und ja, da werden wir uns gleich auch noch was holen. Und ich begleite das natürlich alles mit der Kamera. Und ja, Eva hat sogar eine GoPro um den Arm drum. Also es ist richtig cool. So kann sie jetzt ihr Gesichtsausdruck auch mitfilmen. So, da laufen schon die ersten. Mir wird, glaube ich, schlecht. Okay. Erstmal hier René. Oh, hallo. Ich bin gar nicht René. Ich bin gar nicht René. 360-Grad-Aufnahmen hier. Hallöchen. Erste Runde geht rückwärts. Nein, doch nicht. Es geht vorwärts und rückwärts. Es geht vorwärts und rückwärts. Ja. So. Ich habe hier übrigens ein bisschen Käse und Gurken mitgenommen und noch den Rest vom Kürbiskuchen. Wir machen jetzt erstmal hier so ein bisschen eine kleine Lunchpause. Claudio, kann ich dir ein bisschen Gurke anbieten? Ja, gerne. Wir gehen hier. Da wollte Eva jetzt sich auch dann noch ein Eis holen. Weil Eva ohne Eis Eva geht nicht. Eva ohne Eis geht nicht, genau. Nochmal zum Moviepark und vielen Dank auch nochmal an der Stelle, dass wir heute drehen durften. Ja, war einfach und, fantastisch. Ja, und wenn ihr noch nicht im Moviepark wart, dann kommt auf jeden Fall vorbei und jetzt sind auch bald die Horror-Festival-Nächte hier in zum Halloween. Also richtig cool. Alle Infos dazu auch unten bei dem Link. Die können wir absolut empfehlen. Die Deko ist jetzt schon super. Ja, man kann jetzt schon viel sehen. Mhm. Und auch so, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir haben euch heute den ganzen Tag etwas mitgenommen. Wenn ihr noch sehen wollt, wie wir die Fahrgeschäfte getestet haben und auch das Boot, dann schaut auf jeden Fall auf unserem anderen Video. Genau, vorbei. Das kommt auch in den nächsten Tagen. Also da wird dann getestet. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Genau, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Und dann sehen wir uns gesund und munter beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Heute geht's nach Köln. Hey Leute, was geht ab?
Herzlich willkommen bei DIY Inspiration und herzlich willkommen zu unserem neuen FB-Vlog. Ja, wir sind on the road. Wir sind unterwegs und zwar heute geht's nach Köln. Ins Candy-Museum. Wir sind beide sehr pink. Ja, wir gehen heute ins Candy-Museum. Ja. Da kommen auch noch ein paar zusätzliche Videos. Mhm. Aber wir werden natürlich auch so ein bisschen Köln genießen und euch mitnehmen und genau. Uns mal so ein bisschen die Stadt anschauen. 2 Stunden werden wir im Candy-Museum sein und den Rest des Tages verbringen wir richtig schön in Köln. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen schön essen gehen, ein bisschen Köln genießen. Wir hoffen, das Wetter wird noch ein bisschen besser. Wir sind im Regen losgefahren in Bielefeld. Inzwischen haben wir schon so erste blaue Löcher und wir hoffen, in Köln ist das Wetter gut. Ja. Und wir haben sogar eine kleine Schlafmütze mit. Wollt ihr mal sehen? Da ist die Schlafmütze. Oh, er ist wach geworden. Hallo. Hi. Aufstehen! Wach werden! Mann. Noch eine Stunde bis Köln! Jetzt lass mich doch in Ruhe. Ja, er ist müde. Und es ist gar nicht mehr so früh. Ja, aber wir haben es nicht mehr weit. Wir fahren jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde und dann sind wir auch da. Mann. Halbe Stunde kannst du noch dich ausruhen. Oh Mann. So, und wir sehen uns dann gleich in Köln wieder. Bis gleich. Jetzt wieder aus dem Candy-Museum raus und es war so cool. Es war richtig cool, Leute. Also ich kann euch empfehlen. Ich muss sagen, es war richtig cool. Ich hatte erst ein bisschen die Befürchtung, oh, nachher sind da zu viele andere Leute oder so. Ja. Aber es hat sich richtig gut verteilt. Es waren nicht zu viele Leute da. Es hat richtig Spaß gemacht. Und das Gute an der ganzen Sache ist, wir haben alles für euch mitgefilmt. Das heißt, ihr könnt das natürlich auch sehen. Und zwar haben wir ein Artenvideo für euch gedreht. Und natürlich nochmal so eine Inspo. Wie sieht es dort aus? Ein Testvideo. Genau. Und wir können euch dazu schon mal sagen, Testvideo hat erfolgreich bestanden. Ja. Also für alle Leute, die aus Umgebung Nordrhein-Westfalen kommen oder Köln oder auch hier im Urlaub sind, müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Ja. Und Claudio, wie geht's dir da so hinten? Mir geht's gut und ich fand es auch sehr gut. Und Bianca, du achtest bitte auf den Verkehr. Und ja, es war eigentlich ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wir haben schöne Bilder gemacht. Ja. Und jetzt natürlich nutzen wir die Zeit noch und fahren ein bisschen durch Köln. Wir gehen jetzt zu Café Burr. Ein ganz beliebter Spot hier in Köln, wo man ganz lecker irgendwas essen kann. Wir sind ja nicht aus Köln, deswegen werden wir uns jetzt mal so ein bisschen Kölala. Da kannst du Köln, Kölsch? Nee, ich kann kein Kölsch. Ich weiß nur so ein paar Sachen. Ich kann kein Kölsch. Ja, woran kann ich die liegen? Und so ein paar Wörter kann ich, aber dafür kann ich sächsisch. Ja. Ne? Wir fahren jetzt ein bisschen weiter. Wir werden jetzt erstmal einen Parkplatz suchen, dann laufen wir zum Café Burr, mal gucken, wie voll es da ist. Ich habe auch gehört, es kann passieren, dass man da ein bisschen warten muss. Also wir sind da sehr gespannt und ich glaube, dann geht es gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen zum Rhein. Also auf jeden Fall ist das der Plan. Und zum Dom natürlich, der Kölner Dom, da wollen wir auch noch mal hin. Mhm. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das Wetter ist auch echt gut. Es hat heute erst geregnet, aber es hält gut durch. Ja, und unser Kind haben wir auch mit dabei, das ist ganz ruhig da hinten in der Ecke sitzt. Ja. Ich hab Hunger, Mami. Nur am Handy, die Jugend. Gleich was. Tante Bianca, ich hab Hunger. Ja, du bekommst gleich was. Danke. Ein Happy Meal. Danke. Mit einem Spielzeug? Mit Spielzeug, ja. Spielzeug. Wir fahren jetzt zu einem Innenlokal. Da gibt's kein Happy Meal. Aber du darfst dir eine kleine Überraschung aussuchen. Du darfst dir was aussuchen von der Karte. I'm a Barbie Girl in a Barbie World. I am plastic, it's fantastic, you can wash my hair and everywhere. Animation, life is your creation. Come on Barbie, let's go Barbie. Yeah. Come on Barbie, let's go Barbie. Despacito, Germana, 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 Bentanito, Germana, 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 Farito, Germana, 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 Farito. Despacito. Wir suchen jetzt das Restaurant. Ja, Eva ist hier voll im Navi. Oh Leute, wir haben heute so einen spaßigen Tag in Köln. Lass mich hier. Ich muss übrigens noch mal sagen, ich finde Köln hat extreme Ähnlichkeit mit Berlin. Wir sind so richtige Touris hier. Tante Bianca, komm jetzt mal. Hier ist ein schöner Spot. Nee, aber es ist wirklich, ich habe schon gesagt, es sieht aus wie Berlin. Und
ich freue mich auch schon dann am Rhein und am Kölner Dom. Da wird's Großstadt viel. Let's go. Wir fahren jetzt schon wieder ins nächste Parkhaus. Wir wollen zum Heumarkt, kennt vielleicht einige von euch. Ist halt auch so ein großes Ding in Köln am Heumarkt. Ist auch das Schokomuseum, ist auch direkt am Rhein. Da gehen wir zwar nicht rein, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Und ich hoffe, dass dort auch das Riesenrad noch steht. Und natürlich gehen wir gleich zum Dom. Da ist das Riesenrad. Oh, schön. Da ist das Riesenrad und auf der anderen Seite ist der Dom. Sieht man auch. Cool. Und hier sind überall schöne Regenbogenpfannen. Wie schön. Damit ist natürlich nicht das beste Wetter. Es hat mittlerweile auch geregnet, aber wir haben richtig Glück, denn es regnet immer nur, wenn wir irgendwo drin sind. Genau. Also bis jetzt hat es noch nicht einmal geregnet, wo wir draußen waren. Ganz genau. Echt, wir sind noch nicht nass geworden. Ja, auf jeden Fall, wir haben lecker gegessen. War sehr, sehr gut. Ja, also der Hype von Café Boa, also ich muss sagen, die Preise sind noch völlig in Ordnung. Ja. Und das Essen war echt viel und wirklich sehr, sehr lecker. Also der Hype, muss ich sagen, der ist auf jeden Fall gerechtfertigt vom Essen. Ja, war sehr, sehr cool, war aber auch laut. Deswegen haben wir da jetzt nicht wirklich groß gefilmt. Aber wie gesagt, ihr habt es gesehen, es sah mega lecker aus, war es auch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder draußen. Von der Skala von 1 bis 10, wie schön findet ihr meinen Regenschirm? Hammer auch. Ja, stimmt, das hat er selbst gemacht, ne? Ja. Zauberhaft. Und wir haben noch Glück, aber wir wissen ja nicht, wie das Wetter gleich wird. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir mal den Regenschirm mit. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wer von euch war alle schon mal in Köln? Schreibt es gerne in die Kommentare. Es tut leid, wenn es heute ein bisschen wackelig ist oder so, aber wir sind ganz, ganz viel unterwegs. Ja. Dementsprechend wackelt die Kamera natürlich. Also seid bitte gnädig und schimpft da nicht. Guck mal, das wisst ihr, was das ist? Kennt ihr euch damit auch? Doch, ich kenne ihn. Das ist tatsächlich Jeffrey von Falkenstein. Und zwar ist das der berühmte Mann, der damals in Köln die Schlacht gewonnen hat. Welche Schlacht? Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Echt? Nein, natürlich nicht. Oh, auf jeden Fall, Eva, muss ich noch mal sagen, deine rosanen Haare sehen mega, mega cool aus. Dankeschön. Die passen sogar zum Schirm. Ja, das ist richtig. Was ich euch übrigens sagen wollte, letztens im Moviepark hatte ich die Sonnenbrille von Claudio und jetzt habe ich sogar seinen Pullover an. Der ist richtig nett heute zu mir. Ehrenmann, würde ich sagen, ne? Kein Problem. Immer Ehrenmann. Gerne. Schaut mal, Claudio trinkt aus dem Brunnen. Nicht! Kein Trinkwasser! Kein Trinkwasser! Du, das ist der Schönerungswein von 1884. Das ist der Schönerungswein von 1884. Das haben die damals gebaut. Warum tust denn du so? Guck mal, die hat damals schon. Die war Bloggerin, Leute. Die sitzt da, als wäre die Bloggerin gewesen. Die war, guck mal, die war voll das Fotomodel. Was sagst du? Oh ja. Model. Die sitzt da wirklich sehr, sehr schön. Oh, wir laufen gerade nach Philharmonie lang. Man hört es. Man hört es auch ein bisschen. Ja, wir laufen jetzt zum Rhein runter und leider haben wir unsere Rollerblades und Inlineskater nicht mit. Ja. Weil da haben wir uns so richtig geärgert, weil wir hatten eigentlich richtig Lust, so am Rhein lang zu düsen. Aber das holen wir nach, oder? Ja, bei dem Wetter? Nass, das kann man jetzt nicht. Ja, das stimmt. Ist besser für die Abmarsch. Für die Rollerblades. Es gibt kein schlechtes Wetter. Hast du geguckt, was das hier Schönes ist? Nee, ich weiß, was das ist. Das ist der Rheingartenbrunnen. Rheingartenbrunnen, hat er extra gerade gelesen. Das stimmt doch gar nicht. Ja, wir sind jetzt gerade hier am Rhein. Ey, ist so schön, ne? Das erinnert mich an Dresden. Wenn ihr mal in Dresden wart, wenn ihr an der Elbe lang geht, da ist es genauso. Ist einfach richtig. Das Wetter ist leider jetzt nicht so cool, aber es ist nicht kalt, es ist echt angenehm. Also es ist noch relativ warm, so für fast Oktober. Und ja, es regnet nicht. Mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten. Ja, und wir sind ja auch viel unterwegs. Ja. Warum ihr euch wundert, guckt mal, Eva hat die Instax dabei. Wir machen nämlich eine richtig coole Challenge. Also da auch unbedingt einschalten. Wir haben ein paar coole Videos für euch diesmal. Also da auf jeden Fall. Köln hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, da fragt man sich, woran hattet ihr liegen, ne? So, es regnet und wir haben unseren wunderschönen Schirm. Ja, und ich hoffe, die Kleber halten. Na, ich denke schon. Ja, die Sticker halten noch gut, die Nieten auch. Ja, wir sind jetzt am Kölner Dom.
Mhm. Und ja, der ist wunderschön. Ne? Ja, ist halt immer wieder faszinierend. Ja. Warst du schon mal in Mailand? Nee. In Mailand muss ich sagen, dass der so der schaut also ähnlich aus. Ne? Und ich muss sagen, es ist echt viel los hier, ne? Ja. Also, trotz dass es regnet, ist hier einiges los. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Fotos am Dom gemacht und machen uns jetzt auch wieder langsam auf den Weg zurück. Genau, also wir genießen jetzt natürlich noch so ein bisschen den Abend hier in Köln. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, dass wir weiterhin solche FB-Vlogs machen und vielleicht mal so ein bisschen rumtouren, wer weiß wohin, touren vor allem, ne? Aber keine Ahnung, vielleicht eine andere Stadt. Vielleicht mal Hamburg, Berlin, zum Beispiel. Mailand, Dresden. dann schreibt es gerne in die Kommentare und ja. Genau, weitere Videos aus Köln, besonders aus dem Candy Museum, seht ihr auf jeden Fall bei uns noch auf dem Kanal. Da haben wir auch noch was sehr Cooles gedreht. Genau, also unbedingt die Glocke aktivieren, dann werdet ihr auch benachrichtigt und verpasst kein weiteres Video mehr von uns. Und dann gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Macht's tschüss. Gut, ciao. Möchtest du einen Luftballon haben? Augenringe des Todes, passend zu Halloween. Nein. Zweites Auge. Nein, warum tust du mir das an? Ich bin so ein Tollpatsch, Leute. Typisch Bibi halt. Was geht ab? Herzlich willkommen bei DIY-Inspiration und wieder zu einem FB-Vlog. Wir hatten jetzt eine Weile keinen Vlog, aber wir dachten uns, wir nehmen euch die Woche mal mit in unsere Halloween-Woche, denn wir produzieren die Woche sehr, sehr viele coole Halloween-Videos. Und ich zeige euch mal, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, aber ich denke, einige von euch sind ja hier Sherlock Holmes und haben es schon gesehen. Wir haben ja hier so eine richtig coole Deko gemacht. Und Leute, ich sag's euch, ne, jeden Morgen, wenn ich hier reinkomme, erschrecke ich mich und muss immer hingucken, dass die Spinnen halt auch echt nicht echt sind. Ja, so typisch Bibi halt, ne? Ja, da haben wir auch DIYs dazu gemacht. Ich wollte euch mal zeigen, das ist von unserer Kürbis-Challenge und ich muss die echt entsorgen, weil... Guck mal, das fängt an zu schimmeln. Das ist voll ekelhaft. Also die werde ich jetzt wegschmeißen. Die sind leider übers Wochenende halt nicht so cool gewesen. Ich habe einen richtigen Schock bekommen, weil... Sieht einfach aus wie ein Spinnennetz. Ich dachte am Morgen hier, oh mein Gott, ist hier ein Spinnennetz oder so drin. Bei dem anderen Kürbis ist das nicht so, aber ich glaube, da kam einfach zu wenig Luft rein. Guck mal, was ich hier habe. Richtig cool, oder? Ich bin so ein Tollpatsch, Leute. Wirklich. Man sagt ja, Scherben bringen Glück, ne? Ich hoffe es echt. Das nervt mich gerade schon wieder, aber ey, ich lasse einfach so viel immer fallen, ne? Das ist wirklich, ich verletze mich und das Fallen und keine Ahnung, das ist ganz schlimm. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, ich habe richtig coole Kontaktlinsen bestellt, denn wir werden auch ein cooles Halloween-Make-up machen. Ich muss allerdings sagen, ich trage keine Kontaktlinsen und ich habe mega Schwierigkeiten, Kontaktlinsen reinzukriegen. Eva kann das sehr gut. Vielleicht wird sie mir helfen, aber ich glaube, ich brauche da bestimmt eine ganze Weile, um die reinzubekommen. Also für Halloween haben wir definitiv ausgesorgt. So, was ich euch auch noch zeigen wollte, das kann ich ja gleich mal mit in dem FB-Vlog verbinden. Wir haben ein kleines bisschen mal wieder umgeräumt. Und zwar haben wir jetzt das Regal, welches eigentlich immer hier stand, haben wir jetzt hier hingeräumt. Und mein Halloween-Geist lebt auch noch. Hier unten ist ein Luftballon drunter. Wie wir den gemacht haben, wie gesagt, schaltet da gerne mal bei unserem Halloween-DIY-Video rein. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee, weil Augenringe des Todes passen zu Halloween. Bis gleich. Hello. Hello again. Ja, wir sind hier schon fleißig am Drehen, wie ihr sehen könnt. Aber was haben wir denn gerade gedreht, Eva? Wir haben ein bisschen DM getestet. Oh ja. Und zwar schon, das wird kommen, wenn Bianca im Urlaub ist. Genau. Also für euch zur Info, der Vlog kommt ja jetzt noch die Woche. Mhm. Aber nächste Woche bin ich dann für 14 Tage nicht da. Und da haben wir ein paar Videos vorgedreht. Genau. Also da nicht wundern, denn da werdet ihr auch die coole Halloween-Deko wahrscheinlich noch sehr stark im Hintergrund sehen. Den Kürbis habe ich jetzt übrigens entsorgt, Leute. Ja, der hatte es hinter sich. Ja, der war auch schon wackelig und weich übrigens. Also ich glaube, Kürbisdeko, wenn die geschnitzt sind, bitte draußen aufbewahren, da halten die sich länger. Oder mit Haarspray einsprühen. Ja, ne? Das auch. Ja. Aber also der lebt noch. Der hält ganz gut durch. Ja. Der ist noch fröhlich. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir packen jetzt noch ein paar Adventskalender aus. Wir packen noch mehr Adventskalender aus. Da auf jeden Fall gespannt. Ja, von Action. Mhm. Also Leute, es gibt es tatsächlich, also wir testen die für euch. Also da unbedingt abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr es nicht vergesst. Yep. Und ich würde sagen, Schnäppchen-Adventskalender von Action. Also in der Größe für den Preis haben wir sie sonst nirgendwo bekommen. Nee, das stimmt. Und das sieht auch sehr professionell und hochwertig aus. Ja, sieht gut, ne? aus. Macht wir einen sind, guten Eindruck. Wir sind gespannt, wir hoffen ihr natürlich auch. Und gleich geht's dann mit Halloween weiter. Ja, gleich gibt's hier Halloween-Make-up. Ja, es kommt ein richtig cooles Halloween-Video, Leute. Ich glaube, wenn der Vlog online kommt...
Ist das Halloween-Video schon da? Online, ja. Ich versuche jetzt Kontaktlinsen reinzumachen. Wir machen das extra vor dem Make-up, damit wir nicht komplett verschmieren. Ist auch ein guter Tipp. Mach die Kontaktlinsen vorher rein, weil es gibt so die ein oder andere Träne, wenn man das nicht gewohnt ist. So rot. Ich hoffe, ich kriege die. Sehr sexy. Ich hoffe, ich kriege die rein. Ja, das sind so Vampire. Das erinnert mich so an Vampire Diaries. Ja. Ich habe richtig Bock auf das. Ich mache sowas voll gerne. So Halloween-Make-up. Ich bin da voll in meinem Element gerade. Schade, leider, trotz der aktuellen Situation kann man nicht Halloween richtig feiern. Aber wir feiern es weit im DIY-Studio. Genau. Ach, da passt sie gut. Da passt sie gut, da soll sie hin. Hast du schon öfters gemacht? Ja, ich hatte die schon mal drin. Ich glaube, Leute, die Kontaktlinsen tragen, die kriegen das richtig gut hin. Ja. Also wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Weile. Ich muss heulen. Hast du das Auge schon rot geheult? Ja, also ich muss sagen, ich habe das eine Auge schon drin. Es ist nicht einfach, Leute. Man gewöhnt sich dran, aber es tränt halt jetzt noch extrem, weil es halt einfach ein Fremdkörper ist. Komm, ich dreh dich mal um, weil Eva hat auch schon ein Auge. Ich habe auch eins. Oha. Oha, ne? Aber ich finde, es lohnt sich. Es lohnt sich vom Effekt her immer. Mega. Also es ist richtig cool. Man hat gleich, ich komme mir gerade vor wie Vampire Diaries. Also wie ein Vampir. So, ich mache auch mal weiter. So, Leute, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe rote Augen. Boah, meine Augen drehen gerade mega. Meine Augen müssen sich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass hier ein Fremdkörper drin ist. Eva ist noch am struggeln mit ihrem zweiten Auge. Oh, hat sie? Nein, warum? Warum tust du mir das an? Was? Oh, sie ist rausgefallen. Sie war drin und dann ist sie rausgefallen. Ey, Leute, das ist echt Arbeit. Aber es funktioniert. Und meine Augen drehen mega. Also wir lassen das jetzt mal etwas. Eva macht noch in Ruhe. Und dann setzen wir uns ans Make-up. Und ihr seht natürlich den fertigen Look. Boah, das sieht echt gruselig aus. Dankeschön. Sehr cool. Ja. Also wenn ihr den Look noch nicht gesehen habt, Leute, wir verlinken euch das Video nochmal. Auf jeden Fall reingucken, wie ich die Fledermäuse an mich dran geklebt habe. Ich bin ein Clown. Habe ich jetzt noch nicht umgezogen oder so. Die Augenbrauen und die Haare sind weg. Also es ist so cool zusammen. Ja. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wie wir den Look geschminkt haben, dann unbedingt reinklicken. Auf jeden Fall reinklicken. Wir werden uns jetzt noch fertig umziehen. Bei mir kommt noch eine Perücke dran. Kostüm habe ich ja schon an. Du ziehst dein Kostüm an. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich müsste eine Luftballon haben. Oh Gott, ich hab's. Nein. Ich habe einen Luftballon für dich. Oh. Möchtest du einen haben? Nein. Lass uns ein Spiel spielen. Gott, du und dein Luftballon, ich verfluche dich. Ich verfluche dich und deinen Luftballon. Nicht machen, machen. Ich bin abergläubig. Niemand wird hier verflucht. Doch. Aber ich finde, unsere Halloween-Looks sind auf jeden Fall mega gut geworden. Auf jeden Fall. Das sieht auch richtig cool aus. Besonders die Crocs. Besonders die Crocs dazu. Pinke Crocs müssen immer. Ja. Aber ihr könnt gerne mal, ich habe schon die Haare hier in meinem, schreiben, wie ihr unseren Halloween-Look findet. Ja, wir machen jetzt noch ein cooles Video mit unseren Kostümen, werden noch ein paar Leute überraschen damit und vielleicht auch erschrecken. Ich hoffe, erschrecken. Ja. Und das Video ist auf jeden Fall auch schon online, wenn der Vlog online kommt. Auf jeden Fall vorbeischauen. Und natürlich, wie es zu Halloween gehört, darf nicht Süßes oder Saures fehlen. Und ja, wir gehen mal schauen, was es da so gibt für uns. Etwas Süßigkeiten. So, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt erstmal so ein bisschen unsere Halloween-Süßigkeiten, weil ich bin mal ganz ehrlich, was gehört nicht zu Halloween wie Süßigkeiten? Wir haben ein paar coole Sachen entdeckt. Ihr seht hier schon XXL Überraschungseier. Ich finde die super süß. Dann hatte ich auch noch nie die Spooky Oreo-Kekse, Vanillegeschmack. In Orange bin ich sehr gespannt drauf. Dann absoluter Klassiker, die Glotzer natürlich. Haben wir mehrere Tüten. Hat Bianca, glaube ich, noch nie gegessen. Die hatten wir letztes Jahr auch schon, Gruselkekse. Wie Glückskekse, nur in Orange und mit gruseligen Botschaften drin. Richtig witzig. Und hier ist noch so ein Multipack Scary Box mit verschiedenen Süßigkeiten drin. Bin ich sehr gespannt. Und hier wird es dann richtig sauer. Apfelgeschmack und eben extrem sauer, sogar mit Warnhinweisen hier da drauf. Dann wird es nochmal richtig eklig hier. Ein Gehirn. Ein Gehirn in Soße. Ist auch eine Süßigkeit. Zombie-Snack-Gehirn, 120 Gramm Gehirnmasse. In der Soße. Ich bin gespannt, ob sich jemand von uns traut, es zu essen. Ich finde es einfach nur richtig, richtig eklig. Und die gibt es nur für kurze Zeit von Haribo. Das sind die Leckerbissen. Von Haribo mit Zucker drumherum. Von Trolli ohne Zucker und dafür noch mit ein bisschen extra Blut. Vampirzähne gibt es jetzt von beiden Marken. Also wir sind für Halloween auf jeden Fall gut ausgestattet mit Süßigkeiten. Und was wir noch so damit vorhaben, werdet ihr natürlich auch noch in diesem Video und in weiteren Videos sehen.
Hey ihr Lieben, so, nachdem wir ja Süßes oder Saures schon gespielt haben, dachte ich zeige euch nochmal so einen kleinen Extra-Hack, wie ihr super einfach unheimliche, ja ich sag mal Snacks, Cookies selber machen könnt, um nochmal so ein bisschen mehr Halloween zu bekommen. Und dafür habe ich jetzt die Oreo-Kekse und ich habe noch ein paar andere Cookies und die zeige ich euch jetzt. So, hier kommen die versprochenen Oreo-Cookies. Ich habe die hier mit Double Cream. Ich finde es sehr witzig. Diese Hinterlegung hier sieht tatsächlich aus wie Blut. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder vielleicht auch wieder passend zu Halloween. Dann habe ich hier die Spooky Oreos mit Vanille. Ich muss mal überlegen, schmeckt Oreos nicht eh immer nach Vanille? Naja, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ganz normale Schoko-Cookies. Und dann komme ich auch schon zur Deko. Da habe ich hier die Gebisse. Kommen einmal dazu. Gespenster aus Zucker und ich habe hier Augen. Diese Augen bekommt ihr in jedem Supermarkt in der Dekoabteilung zum Backen. Super praktisch für Halloween. Zum Aufkleben nehme ich einfach rote Zuckerschrift. Bekommt ihr auch im Supermarkt. Klebt richtig gut und macht super einfach das Ganze schön zu gestalten. Bei mir werden jetzt erstmal die Kekse ausgepackt und dann geht's ins Dekorieren. Ich habe übrigens einen der Kekse gerade probiert. Das Orange leuchtet auch nicht ganz so stark, wie ich dachte. Schmeckt tatsächlich ganz normal. Also da keine Angst haben, schmeckt nicht nach Kürbis oder so das Orangene, sondern ganz normale Oreo-Kekse, aber mit Spinnennetzen drauf. Und hier kommt jetzt der tatsächlich gruselige Teil. Die rote Farbe kommt auf das Auge und drauf auf den ersten Keks. Auf den nächsten kommt dann direkt ein Gespenst. So dekoriere ich jetzt auch die übrigen Kekse. Dieser hier ist übrigens mein Favorit mit dem extra Blut an den Zähnen. Der ist auch super süß mit dem Spinnennetz und dem Auge. Und hier die anderen. Ich dekoriere den Teller jetzt noch mit ein paar weiteren Süßigkeiten. Da kommen noch ein paar Gebisse zu. Und dann werden erstmal Kekse verteilt. Los geht's! Hi, hi, ich muss euch einmal kurz unterbrechen. Hi. Es gibt Kekse für euch, Halloween-Kekse. Kann ich die alle essen? Also kann man die, oder weißt du, ob da irgendwas da drin ist? Da ist keine Gelatine drin, das sind Oreos. Die Oreos sind auf jeden Fall sicher. Und die Kekse auch. Die Kekse auch, dann nehme ich hier so ein Stück von diesem Keks. Genau. Und soll ich einen Glückskeks nehmen? Auf jeden Fall. Kannst du gerne vorlesen, was drin steht, sind Halloween-Glückskekse. Ja, können wir erstmal vergleichen. Ich gehe mal weiter. Hey. Das schaut aber lecker aus. Ich nehme jetzt ja auch direkt so ein hier. Traut euch nicht an die Deko, ich sehe das schon. Doch, doch. Es ist ja noch einiges da. Es ist noch einiges da. Ich traue mich nicht an die Deko. Dir würde ich auch die Oreos empfehlen. Ich glaube auch, ich glaube das auch. Warte, nicht die hier? Nicht die hier? Die hier. Auch nicht die hier, die hier. Oh, sorry, ja. Jetzt muss ich es alles antatschen. Ekelhaft. Stop, ich habe jetzt auch meinen Spruch. Angefasst. Süßigkeiten wollen sich die Wesen holen, lächeln dabei ganz verstohlen. Oh. Oh mein Gott, wusste gar nicht, dass das hier jetzt noch dichter sind. Zauberhaft, zauberhaft. Aha. Hast du die selber gemacht, aber die Kekse? Nein, die Kekse habe ich nicht selber gemacht, ich habe sie selbst dekoriert. Ich wollte gerade sagen, Deko hast du selber. Ja. Deko habe ich selber gemacht. Ne? Super easy, kann man ganz schnell selber machen. Sind das Spinnen-Oreos? Das sind Spinnen-Oreos. Und wenn du sie aufmachst, sind die sogar orange. Kannst du überhaupt normal essen? Nee. Die ist hier, nur normal, am... Alter. Die schmecken ganz normal nach Vanille. Ja, kann ich mir schon denken. Okay, danke. Ja, das war auch so unsere letzte Halloween-Aktion dieses Jahr. Dann wünschen wir euch noch Gruselspaß. Gruselspaß. Halloween war ja tatsächlich gestern schon bei euch. Ja. Erstmal sauber, ey. Es liegt einfach auf dem Boden. Und ich laufe gleich weg. Ich versuche hier ein Outro zu machen, mein Gott. Ja, Leute, wenn ihr unsere anderen Halloween-Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut unbedingt rein. Wir haben ja noch ein paar Halloween-Videos gehabt. Die sind auch alle schon online. Wir wünschen euch einen schönen Start in den November. Ja, bleibt gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.